So, guten Morgen. Morgen. Schau einfach mal raus. Weil wir immer im Auto fahren und jetzt schon ein paar Mal gehört haben, ich bin zu viel im Auto. Und man denkt, wir sitzen einfach mal in den Zug rein und gehen so auf Lausanne. Heute gehen wir auf Lausanne ins Training. Mein Team trainiert in Lausanne, mein Trainer ist in Lausanne. Er kommt meistens auf Zürich, aber heute gehen wir auf Lausanne. Und dann haben wir überlegt, wir gehen mit dem Zug. Wir haben noch eine Station. Wir sind pünktlich, wie ausnahmsweise der Zug halt ist in der Schweiz. Ausnahmsweise pünktlich. Ich habe ein Training und dann gehen wir mit Lausanne Sport, das ist ein Fußballverein. Machen wir ein Training. Ich weiß auch nicht genau, was wir machen, aber ich spiele seit 10 Jahren wieder mal Fußball. Und mal schauen, was ich denen so beibringen kann. Next Ronaldo, oder? Next Ronaldo. Ich habe gestern eine Abstimmung gemacht. Ein bisschen Fußball spielen. Oder Leichtathletik weitermachen. Und ich bleibe der Leichtathletik. Aber je nachdem, wie sich das heute entwickelt. Je nachdem, wie man heute, was man heute auf dem Platz anzaubert, entscheide ich dann. Schauen wir mal, ob das überhaupt noch kannst. Genau. Nein, freue mich. Gut. Ja, tipptopp. Schlau, mein Coach. Hallo. Was ist los? Pontes heisst das Stadion. Da ist amix Atletissima. Da trainieren die anderen immer. Heute bin ich zum ersten Mal hier fürs Training. Es ist ein super geiles Stadion, es ist auch das Leichtathletikstadion. Let's go! Also das Warm-up war. Das Warm-up geht immer so. Gut, ich bin immer der längste für das Warm-up. Ich habe immer recht lang, aber ich nehme auch immer mega viel Zeit. Fängt immer so ein bisschen an mit Einlaufen, ein bisschen Stretching, ein bisschen Hürden-ABC. Dann wirst du immer schneller, spezifischer, machst ein bisschen Übungen. Dann gehst du mal ein bisschen über die Hürden. Und jetzt fangen wir an mit den ersten 1, 2, 3 Hürden. Start auf die erste Hürde, auf die ersten 2, auf die ersten 3. Und nachher machen wir das wirklich intensive Training dann. Ja, es sind perfekte Bedingungen. Das Wetter ist geil. Es ist ein geiles Stadion. Es ist ein richtiges Leichtathletikstadion. Einmal im Jahr ist es voll und das ist bei Atletissim. Und jetzt geht's los. Der dritte war passiv. Du musst ein bisschen aufpassen, wenn es so eng ist aus der Kurve. Nicht nachforcieren, die Linie behalten. Einfach ein bisschen so flüssig, weißt du? Rüber lassen. Genau. Nimm den Schwung mit, aber nicht kämpfen. So. Ja. Ah. Immer wieder das erste Mal. Schwierigste, oder? Es ist geil, aber es ist immer wieder. Du musst dich daran gewöhnen, musst dich selbst Vertrauen finden. Wie lange geht es denn, bis du wieder drin bist? So? Ja, es kommt so schnell wie es geht, so schnell kommt es auch wieder. Also es braucht nämlich so 2-3 Trainings. Dann musst du einfach schauen, dass du nicht zu fest raufgehst, aber einfach immer ein Bein strecken. Ah ja, stimmt, das habe ich nie mehr gemacht. Das habe ich nie mehr gemacht, stimmt. Ja, und Strecke, genau. Ohne noch höher zu gehen. Ja, genau.
Da ist dann mehr Spannung. Also das Programm ist jetzt 3x300 mit 3 Hürden auf die Gerade. Zurücklaufen, 100 mit den gleichen Hürden und das 3x. Die haben 1,5 Minuten Pause zwischen 300 und 100 und dann 8 Minuten Serienpause. Es ist gut gegangen. Ein cooles Training war. Es ist immer schwierig, wenn du da zum ersten Mal so Einheiten machst, weißt du immer nie recht, wo du stehst, kannst du das umsetzen, was du trainiert hast im Winter. Und heute ist wirklich gut gegangen. Ja, es ist wirklich gut gegangen. Viel trainiert haben wir ja nicht im Winter. Yeah. Nur immer Shootings und Models gemacht, Models, Strand, Ferien. Nein, wir haben wirklich viel trainiert. Ich habe mehr trainiert als im letzten Jahr. Ich habe auch Beine mehr gemerkt. Ich habe eine Verletzung gehabt. Immer noch ein bisschen mehr, aber wohl immer besser wird. Und ja, ich bin immer ein Ungeduldiger. Ich will immer, dass alles gerade kommt. Und du musst halt immer Geduld haben. Du musst warten, bis alles zusammenspielt. Und heute hat es gepasst. Und jetzt kann es weitergehen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir ein bisschen in den See bei diesem Wetter. Ja, irgendetwas essen. Sushi fern wäre noch geil. Wir essen immer Sushi in den Vlogs. Aber es ist ja gut. Und dann am Nachmittag haben wir mit den Fußballern wieder hier im Stadion, glaubst du. Und dann mal schauen. Ein bisschen Fun Session. Training, ein bisschen Fun, ein bisschen Bällchen. Perfekt. Ja, ist sicher lustig. Es gibt nur eins, was du an diesem Tag machen kannst. Und das ist eine Glasse holen. Und wo holst du es? In Mövenpick. Die beste Glasse von der Schweiz. Können wir gerade schauen. Wir sind schon den ganzen Tag am Zürich und Lausanne vergleichen. Wie lange sind wir da? Eine Stunde? Etwa, ja. Eine Stunde, zwei Franken. Okay. Lausanne braucht einen neuen Coach. Können wir schauen, was wir machen können. Es war ein intensiver Tag. Viele erlebt zwei Trainings am Tag. Das eine ist nicht im Trainingslager. Es war eine coole Einheit am Morgen mit Laurent und Lea. Das erste Mal wieder spezifisch und ich merke, es wird langsam schnell und es fühlt sich langsam gut an. Und am Nachmittag mit Fußballern. Es war lustig, es waren coole Typen. Es hat auch noch einen Videoclip gegeben, wo man für ein Vorprogramm für Athletissima Sporttrain macht oder Athlet Sporttrain macht mit uns. Ein paar Schweizer, die teilnehmen und ich habe mit den Fußballern das Training gehabt. Es war wirklich cool. Jetzt sind wir dann gerade in Bern. Ich steige dort um. Wenige Minuten sind wir in Bern. Ich weiß nicht, wenn wir das nächste Mal wieder im Zug sind. Ist heute sicher die gute Entscheidung. ja. Es war wieder cool in Lausanne. Es ist eine mega schöne Stadt. Ein paar Vergleiche mit Zürich. Das Stadion ist cool in Lausanne, aber Zürich bleibt es Nummer 1. Der See war schön. Dort machen wir unentschieden. Und bezüglich Parkgebühren ist Lausanne ein Punkt für Lausanne. Also machen wir unentschieden. Wobei ich mich jetzt gleich auf Zürich freue.
Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Schönen Abend. Bis bald.